Oh, Ghost Reaper, das ist so die Zeit, wo ich meistens pennen gehe. Also das Einzige, was du dir dann reinziehen kannst, ist, wie ich hier schön gediegen, saftig, knaftig am Schnarchen bin. Wenn du sehen willst, wie stark mein Schnarchen sein kann, dann musst du einfach mal von, ich glaube, von Saftiger Hugo war das, oder war das Saftiger Hugo oder wie er hieß? Das Video auf jeden Fall von vorgestern anschauen. Da hat er mein Schnarchen bei Trimax reingeschnitten. Und vor allen Dingen, wie Chef Strobel sich darüber abgefuckt hat. Sau geil, Junge. Ich feiere es immer noch. Reapers hat mir leid getan. Chef Strobel finde ich geil, dass ich den mit meinem Schnarchen so abgefuckt habe. Sau nice. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Ich wollte einfach nur Chef Strobel abfucken mit meinem Geschnarche. Weil der hat es auch nicht anders verdient. Das muss ich einfach mal so sagen. Der Drache muss noch gebaut werden. Die Fischerhütte. Ey, aber ich bin echt schnell vorangekommen, ne? Also, wenn ich überlege, wie schnell wir jetzt hier die Schichten hochgezogen haben. Vor allen Dingen die unteren sind ja viel, viel aufwendiger als die oberen Schichten, weil das wird ja nach oben hin ein bisschen dünner immer vom Ding her. Alter, es sieht schon jetzt episch aus, ne? Alleine der Eingang. Holy shit! Kommst du erst mit deiner Mama und dann läufst du weg, wenn die tot ist. Ey, wenn du irgendwie deine Verwandten holst, dann töte ich die alle, ne? Ich sag's dir, Kollege. Ja, komm. Lappen. Ja, Mann, guckt's euch an. Jetzt leuchten die. Ist ja ist kein X-Ray, Leute. Das ist nicht verboten. Das ist ein Shader. Der macht, dass die Erze halt leuchten, dass das geil aussieht. Hat er nicht auch das ist gesagt, ähnlich dass wie die mit den Biome, Slimes, oder? ist das nicht auch so, dass die Biome nicht unbedingt die Biome sind, die sie eigentlich hier sind? Dass wenn hier River steht, dass das nicht unbedingt ein River-Biom ist? Ja. Ich meine, das hat er mal erwähnt. Ja, oder? Ich bin unten gestorben, ne? An den Oh Betten, nicht wundern. no! Ich bin zu weit runtergeknallt. Hier, die ist rechts, oder? Ah! Also im Osten. Ist sie nicht links von uns? Ich guck mal kurz. Also je nachdem, wo du hinguckst halt, ne? Hast du die Kisten schon angeschlossen? Ja, ne? Ja. Guck mal. Ich glaube, bin ich jetzt falsch geflogen? Und den hier mit einem mit einem Schneeball abwerfen, ne? Genau. Alter! Wie das so aussieht von unten! Das ist so krass! Wie die alle über das Glas rüberlaufen. Das sieht so geil aus. Doch, das ist jetzt halt 50% oder so, ne? So, Chat, was sagt ihr? Nee, Trillion, ich mach keinen Shop. Ich meine das ernst. Ich finde das Shop-System einfach nicht geil. Ist meine persönliche Meinung. Ich finde das nicht geil, dass eine Person was claimt, erstmal dann das überhaupt nicht liefert, weil sie überhaupt noch nicht angefangen hat, das zu bauen, großartig. Und dass sie dann auch quasi Preise machen kann, wie sie will. Ich finde, das Shop-System ist nicht gut durchdacht. Bevor ich was im Shop kaufe oder so, baue ich mir einfach für alles selbst Farm. Oh, da ist eine Armee gespawnt. Alter, hier ist eine Blaze-Armee. Ich wusste gar nicht, dass sie auch in Armeen kommen. Guckt euch das an, wie viele Wither-Skelette hier kommen. Das ist safe eine der besten dafür.
Guck mal, da unten ist ja auch überall Lava. Vier Skelette wieder. Boah, habt ihr es gesehen? Chat, habt ihr es gesehen, wie ich ausgewichen bin? Ganz nah an ihm? Desiwag, ich möchte mit dir eine Wette machen. Wenn ich den Wither lege, ohne groß dabei die Welt zu zerstören, kriege ich von dir eine 5er-Sub-Bombe. Wenn ich mit dem die Welt großartig zerstört, dann bekommst du von mir ein Founder-Pack geschenkt. Nee, pass auf, wenn man mit dir wettet, kann man nur verlieren. Wieso? Ich weiß nicht, woher nimmst du diese Information? Jetzt sag mir nicht wegen den Trimax-Wetten. Also ich bitte euch, Leute. Also jeder weiß, dass Trimax kein vernünftiger Wettgegner ist. Das ist, als wenn du mit einem Dreijährigen wettest. Schade, dass Desiwag die Wette nicht einfach eingegangen ist. Boah. Junge. Zum Glück gut getimed nochmal. Und vor allen Dingen, der Tempel ist ja nur ein Teil des Dorfes, wenn der fertig ist. Da kommen ja noch viele andere krasse Sachen. Vor allen Dingen ist das so, je mehr ich schaffe, oder wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie den Tempel fertig habe, dann ist meine Motivation nicht so, dass ich denke, ja, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, ne, dann habe ich ja noch mehr zu tun. Ich habe mir schon überlegt, je nachdem werde ich das sogar so machen, dass ich die Statuen hier so drumherum um den Tempel platziere, dass man die sieht. Und dann kommen ja noch diese ganzen Wasserfälle und die ganze Flora, ne, die wir machen wollen und so, dass das noch geiler aussieht. Ach, da gibt's noch so viel und die ganzen Farmen und alles, was wir bauen wollen. Ich meine, guckt euch mal an, ey, so mit dem Ergebnis heute bin ich schon sehr zufrieden. Ihr müsst mal überlegen, ne, der war ja heute Morgen, war der gerade mal auf zwei Ebenen oder so, da hing ja nur diese eine Lampe hier unten. Das alles habe ich heute mit euch gebaut. Scheiße, Alter. Genau hier, wo das Savannenbiom ist. Ja, gut, also in Minecraft musst du ins Bett, sonst kommen Creeper und Membrane, die dich angreifen. Ja, in ja. Echt? Muss man nicht unbedingt ins Bett. Hast du eigentlich schon das Video von Satahugo gesehen? Welches? Wo ich so asozial laut am Schnarchen bin und Chef Strobel schreit, halt die Fresse. Ja? Ja? So, ich hab's übel enjoyed. Sau, ja, du, also eins muss man dir lassen, du kannst richtig, richtig saftig schnarchen. Also das war, als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, wie konnte ich Meter neben dir pennen und das nicht hören? Da weißt du auf jeden Fall, dass dein Schlaf tief und fest ist. Ja, das ist er. Das ist er. Du sag mal, hat das Bauteam einen perfekten Halbkreis für den Diktakopf gemacht oder ist der ein bisschen in die Länge gezogen? Puh, da fragst du mich was. Ich glaube, das ist eine Kuppel, die da drauf sitzt. Ein perfekter Halbkreis einfach? Ja, ich denke mal, eine perfekte Kuppel wird das sein. Ah, hier, Just Harry schreit, ist eine Kuppel 76er Radius. Das. Dann würde ich das tatsächlich, weil G-Time ist ja ein Bauexperte. Für den ist das ja keine große Herausforderung. Für mich ist das eine Riesenherausforderung. Wieso bin ich Bauexperte? Ach komm, wie. Ah, yo, wieso bin ich Bauexperte? Wir fliegen gleich nochmal zu G-Time rüber, Alter. Das Schönste wieder mal gebaut in Craft Attack. Kann man dann auch Sachen sich aus dem Lager rausnehmen? Du darfst das. Wieder los. Du darfst aus dem Lager rausnehmen, weil wir sind ja quasi ein Team. Aber Rivi gehört ja nicht zu unserem Team. Das gefällt mir. Das ist so geil. Das ist Musik in meinen Ohren. Dass Rivi nicht zum Team gehört und ich schon. Und er wäre gerne im Team. Sicher, 152 muss ich da eingeben. Spark, schwörst du? 76er, wenn G-Time 76er Durchmesser sagt, mal 2 sind bei mir 152. Hat der 76er Radius oder 76er Durchmesser gesagt? Radius. Aber das kommt auch hin, also es passt. Da lachst du, G-Time, ne? Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich finde das geil, dass du das durchziehst, Max. Hä? Du musst den 9x9 bauen, ne? 10, Mann! G-Time, du setzt mich unter Druck, wenn du die ganze Zeit hier neben mir chillst. Ich habe 3 Mann Beacon jetzt falsch gebaut. Ich wollte einfach nur gucken, was du so treibst. Ja, es scheiße treibe ich. Ja, ich seh's. Ich baue seit 25 Minuten den Beacon, Mann. Gut,
Dann schlaft gut, Leute, ne? Bis morgen früh.